Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, der René hat Probleme mit seinem Rucksack. Das kriegst du nicht enger gezogen. Ein neuer Tunnel hier, war ich noch nie gewesen. Also wir haben die ganze Zeit Aufstieg, 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 jetzt geht's wieder runter. Gleich ist dann bestimmt wieder Aufstieg, aber egal. Ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo die Beine wirklich anfangen weh zu tun. Schmutz. Aber was soll man machen? Oh, Finny, wie geht's dir? Es geht eigentlich. Der Nacken ist komplett im Arsch. Ja. Ah. Füße gehen, ich werde dir aber mal gleich ins Wasser halten, glaube ich. Ja, Manuel, wie geht's dir? Ja, gut. Gut? Alter, Spaß. Wir müssen noch so hart durch die Nacht laufen. Ich habe keinen Bock darauf. Jetzt wird nochmal schnell getrunken und dann geht's weiter. Ich hatte noch nie solche Schmerzen. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es los. Wir haben gerade 9 Grad. Hallo, guten Morgen. Hier ist der Manuel heute. Morgen. Und der René. Der ist verschlafen heute. Der Manuel hat hier mal so einen riesen Springlaufmann mitgenommen. Das ist insane. Also auf der GoPro sieht man jetzt nicht. Oh mein Gott. Hier ist einfach ein Baum. Was ist das jetzt, meinst du, beim nächsten Mal? Darüber haben wir schon geredet hier. Hier ist jetzt zum Beispiel einfach ein Baum umgefallen. Da habe ich mit dem René drüber geredet, dass wir das sehr oft haben werden, dass hier einfach so ein Baum umgefallen ist. Ein Manuel schickt mal beiseite. Ja. Ich kenne darüber noch. Ey, ist das scheiße. Direkt am Anfang sowas, ne? René, hast du Lust oder was? Nee, guck mal die Stöcker an. Der René hat die Stöcker, stimmt, guck mal. Hier, der René hat hier so Stöcker, ne? Mal bitte du musst die Platten wegholen. Oh, leck. Oh, oh. Oh, Stöcker. Oh. Das sieht ja jetzt schon aus. Scheiße. Warte mal. Also die Hände. Die Hände sind jetzt schon dreckig. Super. Der Arsch auch bestimmt. Ne, ist doch toll. Oh, hier ist noch. Also der René, der braucht noch ein bisschen, bis er kommt. Oh, geschafft, Alter. So. Digga, sind die Stöcker noch drauf? Die Stöcker sind noch drauf, aber die sind da irgendwie auf 7:30 am Hängen. Und der René hat noch andere Schuhe dabei hier. Verstehe ich gar nicht, warum man das macht. Und der nächste Baum ist umgefallen. Aber der ist einfach. Was man auf jeden Fall noch mal sagen muss, ist, wir haben zwar alles geplant. Warum? Bei den Gleisen, wo wir herlaufen, das ist überall gleich. Stimmt, wir laufen ja gleich noch mal bei ein paar Gleisen lang. Und da wird ja nichts gewartet. Das sind ja verlassene Gleise. Da wird gar nichts sein. Also da, gar nichts. Da wird kein guter Weg sein. Da wird alles voll sein. So, ich muss jetzt auch gleich noch mal erstmal gucken auf mein Handy, ob wir richtig laufen. Diesmal, by the way, 80 Kilometer heute am Start. Das ist die letzte Vorbereitung auf den Marsch. Jetzt Frühling, heute ist der 17. Februar. Richtig Bock. Oha, ein Frosch. Oh, kleiner Frosch. Lassen wir ihn mal leben. Ja, also, es geht jetzt gerade wieder runter. Wir hatten kurz mal ein bisschen nach oben, aber es geht wieder ein bisschen nach unten. Eigentlich müssen wir jetzt ganz viel weit nach unten. Dann wird's lustig. Ich muss auch mal aufpassen, dass der René mir nicht ins Auge piekt mit seinen Stöcken hier. Aber, ja. Ich pack die GoPro jetzt erstmal wieder weg. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. 2.28 Uhr. Bisschen spät gestartet. Das ist meine Schuld. Muss ich auch ganz klar sagen. Aber na gut. Ich würde sagen, dann laufen wir erstmal. Dann sehen wir uns später nochmal. Wir sehen uns. Leute, mitten auf dem Weg gerade einen Salamander einfach gefunden. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, wir sind jetzt vielleicht 10 Minuten unterwegs. Wir müssen mal jetzt hier Tempo machen, sagen wir die ganze Zeit. Ja, weil du die ganze Zeit schnappen bist. Ja, ich genau. Du bist doch hinten und piekst uns die ganze Zeit bis zu den Schienen. Weil es wird ja heute wieder Schienen gelaufen. Da, bis dorthin ist es noch ein ganzes Stück. Da sind wir bestimmt noch eine halbe Stunde unterwegs. Vielleicht schon das schneller machen, 20. Minuten. Ja, mal schauen, ne? Ja, ich kann euch hier auch mal gerade einblenden, was der René heute dabei hat.
Wir haben inzwischen ja schon zwei Wanderungen hinter uns, die schon so zwischen 50 und 60 Kilometer lagen. Und ja, es wird sehr, sehr cool. Ich zeige euch mal, was ich so ein bisschen dabei habe, weil beim letzten Mal habe ich gemerkt, da hat ein paar Sachen haben da gefehlt, ein paar Sachen waren zu viel. Deswegen, man lernt auch vom Marsch zu Marsch draus. Und wir haben auf jeden Fall hier ein paar Wechselklamotten, natürlich Salbenzeug und Tapezeug, Klopapier, könnt ihr schön denken für was. Theraband tatsächlich auch mal, um mal ein bisschen was für den Oberkörper zu machen, wenn wir nur auf dem Bein unterwegs sind, dass man einfach mal ein bisschen Abwechslung mit drin hat. Natürlich der Rucksack, sehr viel an Essenszeug, was gar nicht so viel sein wird, deswegen habe ich schon noch ein Portemonnaie dabei, weil wenn wir über 20 Stunden unterwegs sind, braucht man einfach genügend Zeug dabei, was zum Essen ist halt einfach ganz wichtig, weil sonst werden wir diesen Marsch einfach niemals schaffen können. Dann noch eine Wechselhose, eine Musikbox, damit wir einfach mal ein bisschen lustiger drauf sind, wenn wir mal ein bisschen down sind. Dann ja, eine Trinkflasche, was tatsächlich nur 2 Liter sind, weil ich einfach das nachfüllen möchte und nicht so viel Gewicht dabei haben möchte. Nochmal andere Wanderschuhe, dass ich nicht die ganze Zeit in selben Wanderschuhen dabei bin. Und nochmal Taschenlampen, weil wir natürlich auch viel im Dunkeln laufen werden. Ja, ich freue mich sehr auf diese Wanderung. Wir wollen das schaffen, was viele Leute schon geschafft haben, was aber auch viele noch nicht geschafft haben. Und unser Ziel ist es im Sommer dann die 100 Kilometer unter 24 Stunden zu schaffen. Deswegen Ziel bei dieser Wanderung wäre schon, das Ganze unter 21 Stunden zu schaffen. Und dann einmal, was ich heute dabei habe. Keine Bilder. Dann rennen wir nochmal so ein kleines Video. Und der Manuel, der sagt uns das jetzt, was er jetzt dabei hat heute. Also Apfelschorle auf jeden Fall nicht, ne? Nee, heute nicht. Aber ich guck mal, vielleicht räume ich heute Mittag mal aus. Mit der GoPro sieht man halt nichts, ne? Das, was ihr hier seht, so von der Helligkeit, geht nochmal so 5 Meter weiter. Aber ja, ist gerade ganz entspannt. Das Ding sollte auf jeden Fall lange halten. Und ja, dann sehen wir uns dann in Chile. Tschö. So, der René läuft jetzt mit dem Stöck. Es geht weiter. Wir laufen auch die ganze Zeit neben so einem Bach oder so einem, also Rinnseite. Es wird jetzt zum Bach auf einmal. Durch den ganzen Regen. Aber ja, es geht bis jetzt relativ gut voran. Aber relativ. Ne, wir haben jetzt 3 Uhr. Und ja. Sag mal so, ist gut, dass wir jetzt früher losgelaufen sind. Manu? Wieso? Meine App sagt, wir sind im Wald drinnen. Ja, ist doch richtig. Was ist das denn? Also solange wir zu den Schienen finden, ist alles gut. Solange wir dann in die richtige Richtung laufen, ist noch besser. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns auf den Schienen. Jetzt mal hoffentlich ein letztes Mal, das zu sagen. Ja, wir sehen uns. Ja, der René hat Probleme mit seinem Rucksack. Das kriegst du nicht enger gezogen. Natürlich. Ich kriege gar nichts hin. Ich habe eben 80 Jahre rumgeruppelt wie ein Idiot. Klar, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe eben geruppelt wie ein Idiot. Es hat nichts gebracht. Dieses Bild auch. Ich sehe auch nichts. Guckt euch an. Ist das geil. Nix. Ja, was machst du denn? Das Ding, ich hab da eben gezogen wie ein Idiot. Jetzt. Hast es geschafft. Super. Er hat es geschafft. So Leute, was ich euch zeigen wollte, wir haben die Schienen erreicht. So, jetzt die Frage, welche Richtung? Nach links eigentlich, ne? So, und jetzt stellt euch vor, alle 20 Meter liegt der Rettungsstamm. Stimmt doch gar nicht. Oioioioioi, das Metall ist aber sehr rutschig. wir sind komplett falsch rausgekommen. Ist doch egal. Guck mal, Digga, wir hätten... Komm, wir sind jetzt hier. Wir hätten eigentlich hier hinten auf die Schienen gemusst. Ja, wir haben jetzt ein paar mehr Meter vor uns, ne? Ja, egal. Und jetzt geht's erstmal gute 5 Kilometer die Schienen entlang. Das heißt, man muss auf jeden Fall nett auf das mobile Endgerät schauen. Ach du Scheiße, lass mal hier beeilen hier. Damit wir hier vorne mit dem Manuel mithalten. Der läuft ja wie ein Dulli. Ey, hier rutscht man ja wie am A lang, Digga. Ja, hier die erste Brücke. Der René sieht eh nichts. Ach du Kacke. Baum. Nee, aber es ist geil. Ich hab Bock. Geht weiter. So Jungs. Hinter mir sind die beiden Jungs. Ich weiß, man sieht ja gar nichts. Aber wir sind im Tunnel. Lass hier der Manu vor. Wenn man noch ein bisschen Beleuchtung hat. Der René steckt mir hier wieder seine Stöcke in den Bein. Hör mal auf. Ja, wir rutschen die ganze Zeit eigentlich weg. Ja, weil es auch dumm ist, über Ski zu laufen, oder Paul glaubt mir ja nicht. Eigentlich ist es chillig. Nee, es ist halt einfach komplett ätzend für die Füße, die ganze Zeit hier so offen sind. Der ist schon einfach zweifel. Na gut, da hinten ist der Tunnel wieder zu Ende. Warte einmal noch auf den Tag.
bis hier mal ein Obdachloser oder so drin hockt. Aber na gut. Ich hab, by the way, dieselben Schuhe wie von der geraden Linien-Challenge dabei. Aber klappen gut. Ja, let's go. Es geht weiter. So, Leute. Wir sind wieder am Start. Ein neuer Tunnel hier. Waren wir noch nie gewesen. In diesem Tunnel. Hinter uns Sirene am Leuchten. Ja. Hier ist komplett neues Territorium für uns. Hier ist auch wieder alles schön trocken. Das lässt sich loben. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon ein relativ langer Tunnel, oder? Ist das schon wieder hell? Der ist ja schon wieder zu Ende, oder? Haben wir uns eigentlich gedacht, das wird ein längerer Tunnel? Weil es hier so ein relativ dicker Berg ist. Aber ich sehe da vorne irgendwie schon wieder Licht. Wir sind auch im ersten Mini-Dorf-Ding. Naja, Dorf, da ist so ein Hotel. Und keine Ahnung, was weiß ich. Aber ja, wir sind auch eben nochmal lang gekommen. An, wenn ihr euch daran erinnert, vom 65-Kilometer-Marsch. Wo der René noch da war. Und gerufen hatte, hier ist jemand, hier ist jemand. Mit diesem, mit dieser Aufschrift, mit diesem Graffiti. Da waren wir vorhin auch noch. Und jetzt der Tunnel schon wieder zu Ende. Schade. Aber egal, es geht weiter. Jetzt eigentlich nicht mehr viel. Jetzt noch so maximal, oh, da kommt noch ein Tunnel, glaube ich. Nochmal 500 Meter. Und dann sind wir, oh, komplett andere Akustik. Dann sind wir auch schon im ersten richtigen Dorf, wo wir auch durchlaufen. Ja, wir sehen uns nochmal ein bisschen die ganzen Lichter. Da hinten kommt der René. Ja, aber ich würde sagen, es geht erstmal weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Dorf. So, Leute, den ersten Ort haben wir endlich erreicht. Den zweiten. Den ersten richtigen Ort, sage ich jetzt mal. Die ganze Zeit Anstieg, Anstieg, Anstieg. Hier hoch. Ich kann nicht, hör doch mal an, sieht mich langsam mal. Krass. Wir haben jetzt 10 Kilometer. Geht noch weiter. Jetzt erstmal hier durch. Dann noch durchs nächste Dorf. Ja, let's go. So, Leute. Nächstes Dorf ist erreicht. Mitten auf der Straße gerade an der Kreuzung am Stehen. 5.05 Uhr. 11 Kilometer, glaube ich, haben wir jetzt. 12 gleich. Nee, 12 sind 2 Kilometer. Genau. Bodenlos. Also, wir haben die ganze Zeit Aufstieg, Aufstieg, Aufstieg. Jetzt geht's wieder runter. Gleich ist dann bestimmt wieder Aufstieg. Aber egal. Da kommt das erste Auto. Und dann rennt ihn mit seinen Stäben die ganze Zeit. Wirklich, das ist gefährlich. Erste Auto. Ja, was ist, wenn uns jemand angreift, ne? Dann müssen wir halt überleben. Ja, okay, aber ich greife dich doch nicht an, Digga. Du musst mich doch nicht abstechen. Geh ganz normal. Ganz normal, hier ein Stapel, zack, zack, in die Seite. Naja, jetzt geht es weiter. Und wir sehen uns dann. Weiß gar nicht, Digga. Eigentlich ist es jetzt nur Wanderweg und Straße. Uninteressant. Und dann kommen wir an einem besonderen Punkt an. Bei einem Lost Place. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann am Lost Place. Außer es kommt irgendwas Spannendes dazwischen. Dokumente, alles hier noch. Hier sind, was ist denn das? Rechnungen, Digga, vom Hotel. Also es war auf jeden Fall mal ein Hotel, ja. Alles zugestellt, ne? Krass. Ja,
wir zuerst rein? Ich werde erstmal hier. Immer so ein Bett, grün gestrichen. Und wie sieht's aus? Gut. Grün. Wie es draußen aussieht, man sieht halt nichts. Aber also, wir sind hier halt ziemlich am Stadtrand, das ist das Gute, Leute. Aber ja, hier sieht man mal einen kleinen Plan. Hier ist ein Notausgang gewesen. Gibt es hier noch ein paar Zimmer nach rechts. Aber lichtmäßig ist ja auch nichts mehr. Lass mal hier rein, hier ist ein Fernseher. Okay. Oh, hier ist noch Licht. Geht nicht. Ja. Oh, hier ist schon das Fenster kaputt. Aber hier ist noch ein ganzer Fernseher. Schwarzschimmel. Ah, hier ist dunkel, hier ist alles, ich sehe. Gibt es eigentlich auch noch Wälder noch? Was? Ja, was ist da? Ach du Scheiße. Das ist so viel Ratten, das habe ich jetzt schon. Das sieht man jetzt nicht auf der Aufnahme. Warte mal. So, oder? Ja. Der hier ist eine richtig fette Halle. Digga, what the fuck? Ey, wie krass. Ey, ich weiß auch gar nicht, ob man das jetzt auf der GoPro so krass sieht. Ey, guck mal hier. Manu, lass hier rein. Da hinten ist eine Küche. Ich glaube, das sieht man nicht. Hey, hier hat doch jemand noch geschlafen, oder? Hast du gehört? Oh, hier oben ist auch noch was, guck mal. Achtung mit der Tür, ne? Digga. Nein, bist du gut mit gleich helfen. Sie muss man eigentlich im Tag kennen. Ey, Digga, was ist das da oben? Warte mal, ich muss Handschuhe wieder anziehen. Was war das hier? Hotel.
Das ist ja wahrscheinlich der Speiseraum oder so. Ey Jungs, ist das krass. Ich stell mal vor, unsere Rucksäcke werden geklaut. Die sind gefickt, ne? Ja, das ist mega. Wir gleich schnell, wir müssen aufpassen. Komplett raus, oder? Nee. So, einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Es ist 7.20 Uhr, schon 5 Stunden auf den Beinen und jetzt gibt es gleich richtig Pause, ne? So Leute, da seht ihr mich auch mal. Wir sind jetzt hier gerade Pause am Machen. Es ist krass, wir haben jetzt 20 Kilometer. Das ist der Manuel, sein Grießbrei am Essen. Der René, der, keine Ahnung, der ist noch am Schlafen. Und ich wollte euch mal zeigen, was ich hier eigentlich alles dabei habe an Riegeln. Ich habe ja auch noch einen Salzstangen, die packe ich jetzt aber nett aus. Aber wenn man hier mal reingreift, hier ist auf jeden Fall noch eine gute Portion an Riegeln drinnen. Haben wir jetzt schon gute 20 Kilometer, waren das jetzt, glaube ich, geschafft. Wir sind bald 6 Stunden, glaube ich, unterwegs. Jetzt 5,5. Boah, ist jetzt hell geworden. Das heißt, ihr müsst nicht mehr die Dunkelheit erleiden. Boah. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal die Pause fertig und dann geht's weiter. Der René mit seinem Terraband im Hintergrund. Wir sehen uns. So Leute, wir sind wieder unterwegs. Beiden Jungs da vorne. Ich bin gerade wirklich an dem Punkt, wo die Beine wirklich anfangen weh zu tun. Schmutz. Aber was soll man machen? Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Kilometer, bis wir dann da am See sind, am Campingplatz, wo wir hinwollen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da machen, weil wir haben gesagt, wir wollen nicht zu viel Pause machen. René hat gesagt, wir kommen jetzt schon um 2 Uhr an. Also nachts. Wenn wir das Tempo so halten. Ja. Und ja, bisschen kacke. Aber wir haben jetzt schon ein bisschen Überschuss, sage ich mal, in Kilometern. Also können wir auch mal irgendwann mal gleich kleinere Abkürzungen nehmen. Also was heißt kleine Abkürzungen? Ich habe so manche Stellen, da habe ich ein bisschen schief geplant einfach, damit man halt auch mal auf die Kilometeranzahl kommt. Aber ich habe extra versucht, das weniger zu machen, weil letztes Mal war das richtig demotivierend, die ganze Zeit in so Schlaufen zu laufen. Aber na gut. Ja. Wir müssen eigentlich auch noch mal irgendwann bald, bevor wir dann am Campingplatz sind, in eine Halbstadt kommen. Mit so einem schönen, was war das, so ein Supermarkt. Da kann man dann noch mal ein bisschen auffüllen, das Essen, weil... Wir haben nicht genug. Ja, also Essen habe ich eigentlich genug, aber... Ich will auch mal was anderes essen als die ganze Zeit diese Riegel da und dann auch noch mal Wasser auffüllen, weil bei mir ist das auch schon bald leer. Aber was soll man machen? Aber die Beine, die leiden.
Ich werde dem Paul Salbe geben und Tape. Genau. Weil ich habe ja beim letzten Mal die meisten Probleme gehabt. Heute geht es noch. Ich bin gespannt, wie das so in 20 Kilometern ist. Ne? Also wird knackig. Ja, sonst, wie geht's dir so? Eigentlich geht's. Also ich muss sagen, letztes Mal war viel schlimmer. Das kann vielleicht daran liegen, weil wir es jetzt ein bisschen gewöhnt sind, schon ein paar Mal gemacht haben. Ne? Also bisher ist noch alles gut. Okay. Und Manuel, wie geht's dir so? Gut. Ja, kein Problem. Gut, kein Problem? Nee. Macht Spaß alles? Ja. Okay. Na gut. Ich würde sagen, es geht weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier links müssen, aber na gut. Wir sind jetzt einfach mal hier dem Manuel dann hinterherlaufen. Ich hole mal das Handy raus, dann gucken wir gleich. Na, wir sehen uns halt entweder am Supermarkt, wahrscheinlich am Supermarkt, oder dann am Campingplatz. Wir sehen uns. So, Kilometer 30 gleich. Und mal gucken, wann wir heute oder morgen nach Hause kommen. Ist auf jeden Fall von der Anstrengung her geht es. Ist gerade ein bisschen träge alles hier. Ja, geht voran. Alter, Digga, wir sind so fett gerade über die Straße gelaufen. Es hat sich so fett gezogen gerade. Wir sind fast 40 Kilometer und sind gleich am See. Und dann gibt es, glaube ich, die größte Pause für heute erstmal. Ne? So, Leute, wir sind jetzt hier angekommen am Campingplatz, wo wir hin wollten. Hier schaut der ganze Bums aus. Können wir einmal René zeigen? Oh, René, wie geht's dir? Es geht eigentlich. Der Nacken ist komplett im Arsch. Ja? Füße gehen, ich werde dir aber mal gleich ins Wasser halten, glaube ich. Ja, Manuel, wie geht's dir? Gut. Gut? Alter, ich krieg's nicht mehr. Es wird jetzt hier erst noch schön gefesselt, die Abelscheu, das Y-Food noch. Hier, die Salzstangen und dann noch hier richtig viele Riegel. Oh. Ich hab Bock. Ja, dann kommen wir nachher nochmal zu so einem Dorf oder so einer Stadt. Da sollten wir dann nochmal trinken auffüllen auf jeden Fall. Stadt ist das, glaube ich, mit so einem Supermarkt. Vielleicht werden die auch nochmal ins Wasser. Hier ist ja richtig fett Wasser. Vielleicht werden da auch nochmal die Füße gleich reingehalten. Muss man dann gucken, aber ja, wir essen jetzt erstmal und dann geht's weiter. So, Hälfte haben wir, 11 Stunden, 15 Minuten fast. Ja, dann würde ich sagen, das Ganze nochmal, ne? Habt ihr Bock? Hab's. Ich hab richtig Bock. Okay. So, Leute, wir sind jetzt bei Kilometer 41, 42 ungefähr. Wir haben jetzt, wie viel Uhr haben wir? Wir gucken mal. 14 Uhr. Ja. 14 Uhr ist jetzt gleich. Oh, und wir haben jetzt nochmal 10 Kilometer. Also bis 52, bis wir am ersten Laden sind. Und dann wird das schätzungsweise erst um 16 Uhr sein. Also das wird auf jeden Fall richtig lustig. Ich sag ehrlich, das wird erst 16.30 Uhr was werden. Wir müssen noch so hart durch die Nacht laufen. Ich habe keinen Bock darauf. Jetzt wird nochmal schnell getrunken und dann geht's weiter. So, so der Paul, der humpelt ja schon richtig, Alter. Was ist mit dem los? So, der holt mein Zeug, weil er meint, das wäre mit 120 Kilo einfacher. Und ich, ja, ich hab nix, guck mal, wie schön. Jetzt nur 10 Kilometer laufen, dann sind wir so halb fünf da. Und dann haben wir mal gerade so 253 Kilometer. Das wird ein langer Tag. So, Jungs, kurz Handyvideo.
Wir müssen hier Flussüberquerung machen. Ich bin schon drüben natürlich. Elegant, die Schuhe ein bisschen nass. Jetzt kommt Manuel. Wow. So, René, komm. Wie soll ich das jetzt machen? Ich hab's schon nass, ne? Soll ich einfach darauf machen? Ja, ja. Aber langsam. Ey, der rutscht doch so weg. Ja, egal. Da hat die Auto Turnschuhe an. Der Backstein da. Der Pflasterstein. Ey, du musst jetzt schon springen, ne? Mit einem Fuß auf die Ecke. Wer kann dich verarschen? Ja, sag ich doch. Wenn die Strecke durchbrechen. Mann! Alter, Wechsel ist offen dabei. Geil, geil, Leute. Na gut, es geht weiter. Wir sind jetzt, by the way, bei Kilometer, was ist das? 43, ne? Uhrzeit, 15 Uhr. Läuft nicht so gut gerade. Auch so vor den Füßen läuft es nicht gut gerade. Er ist eigentlich voll schlau, sind die Füße abgekühlt. Das war voll schlau. Ja, René sagt, die Füße sind halt abgekühlt. Gar nichts abgekühlt. So, Leute. Wir sind jetzt... Wie viele Kilometer haben wir? 48 irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Ich habe so Schmerzen im Bein. Das ist richtig schlimm. Wir laufen jetzt erstmal da zu so einem Supermarkt. Und dann will der René mich da verarzten. Gucken, ob es dann besser wird. Ja, da sind noch zweieinhalb, 2,3 Kilometer noch. Also noch so, keine Ahnung, halbe Stunde. Ja. Wir sehen uns dann dort. So, Leute. Wir sind jetzt hier im Supermarkt. Da ist der René. Da ist der Mann. Wir packen jetzt zusammen. Geben mir die Sachen, die wir nicht brauchen. Weil ich sag jetzt, auf Wiedersehen, ich bin komplett tot. Ich hatte noch nie solche Schmerzen. Ja, ich habe René meine Powerbank gegeben. Meine extra Lampe. Nehme jetzt von dem noch ein paar Sachen mit. Der will natürlich so leicht wie möglich unterwegs sein. Nicht runterschmeißen. Ja, sonst werde ich in 1,5 Stunden, glaube ich, abgeholt. Also, das wird lustig. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal. Schmeiß vielleicht die Kamera nochmal an, wenn ich abgeholt werde. Und dann, wünsche ich den beiden sehr viel Glück. Und, ja. Wir schaffen das. Aber wir werden aber auch, dann lass doch tot sein. Wir sagen Bescheid, wenn wir zu Hause sind. Vielleicht machen die beiden auch nochmal ein paar Videos. Die kann ich euch dann nochmal einblenden hier. Halt nicht und wir versuchen, ja, so gut wie es geht, jetzt durchzukommen. Das ist so gut, es wird jetzt halt dunkel. Ja, Vollgas. Wird lustig für die beiden, ne? Na gut. So, inzwischen laufen wir an der Straße entlang. Wir haben, ja, ich glaube gleich 60 Kilometer. Warum sieht man gar nicht, ne? Auf jeden Fall, Paul musste abbrechen, er konnte gar nicht mehr. Wir machen die 80 noch voll, ich hoffe, wir schaffen es so zwischen 0 und 1 Uhr nach Hause. Und hier ist völlige Eskalation, das ist echt krass. Aber ich fühle mich eigentlich echt gut, ich bin echt stolz, dass ich das so durchziehen kann. So, hier gibt es dicke Probleme, wir haben noch ungefähr 15 Kilometer, bis wir fertig sind. Ja, ziemlich genau. Der Mann kann gar nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Es tut alles weh, ist alles dreckig. Aber keine Ausreden. Wir können nicht mehr. Ich will nicht mehr. Nach 6 Kilometer. Ich will's nicht mehr. Hat man lange nicht gesehen. So schön. So schön. Boah, gleich sind wir da. Der Mann ist gerade am Ausrasten. Ich
lasse ich mal abholen, weil wir schon 80 ungefähr haben. Vielleicht sind es am Ende 78, 79, vielleicht 83, ich weiß es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall ungefähr die 80 Kilometer erreicht. So, meine Damen und Herren. Paul, we did it. Wir sind jetzt am Sportplatz. 80 Kilometer geschafft, 20 Stunden, 17 Minuten. Das heißt, bei uns kann der 100 Kilometer Mammutmarsch im Sommer kommen. Wir sind, denke ich, schon recht gut vorbereitet. Und der Manuel auch, ne? Jo, ich hab Bock. Also, wir können anfangen. Wir freuen uns auf den Marsch. Noch ein paar Details müssen wir da klären, weil das war heute nicht alles perfekt. Aber es hat richtig Bock gemacht und wir wollen einfach nur nach Hause. Ne? Ciao, ciao. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Fazits. Als ich zu Hause angekommen bin, habe ich direkt gemerkt, dass meine Schuhe doch nicht so wasserdicht waren, wie ich es gedacht hatte. Nämlich waren meine Füße komplett aufgeweicht, dadurch, dass sehr wahrscheinlich von oben oder so ein bisschen Wasser in den Schuh reingekommen ist oder auch dadurch, dass sie nicht so krass atmungsaktiv sind. Ja, und dadurch, dass dann die Füße so aufgeweicht waren, sind dann sehr wahrscheinlich auch meine beiden Blasen zustande gekommen. Ich hatte eine am dicken Zeh und eine an der Fußsohle. Boah, war nicht so toll, aber ich muss sagen, ich habe die während der Tour gar nicht gespürt. Also, das ging voll. Jedoch muss ich auf jeden Fall sagen, beim nächsten Mal, für die nächsten Touren, ziehe ich wieder meine normalen Trailrunning-Schuhe an. Weil, also, die Stiefel, die ich da anhatte, sind auf jeden Fall nicht geeignet gewesen für so eine Wanderung. Das sind ja eigentlich Jägerstiefel, die man mal für kurze Distanzen auf der Jagd anzieht und halt nicht für so eine 50 Kilometer Wanderung, eigentlich wollten wir 80 machen, aber hat dann leider ja nicht so gut geklappt. Jo, und ich muss dann auch sagen, dass mein Körper relativ normal erstmal reagiert hat. Also klar, du hast einen Muskelkater, die ersten 2-3 Tage. Dann habe ich, also wir haben die Tour ja am Samstag gemacht, am Dienstag mal wieder eine kleinere Wanderung gemacht. Das waren, glaube ich, 8 Kilometer. Und ja, am Nachmittag von dem Tag war es dann auch schon wieder so weit. Da hat mein Körper gesagt, nee, du legst dich jetzt ins Bett und ich hatte komplett Migräne erstmal für den Rest der Woche. Ja, war nicht so toll, aber ja, der Körper holt sich die Erholung, die er halt braucht. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Es geht zum René über. So, da bin ich wieder. Ja, inzwischen 2 Tage ist der Mammutmarsch schon fast jetzt her. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe kaum Probleme in den Füßen gehabt, in den Oberschenkeln. Der Tag danach war, wie gesagt, ganz okay für meine Oberschenkel und die Füße. Ich hatte gar nicht so viel Probleme. Natürlich haben sie wehgetan, so ist jetzt nicht, aber es war nicht so schlimm, wie es beim letzten Mal war und nicht so schlimm, wie ich es eigentlich erwartet habe. Und ja, der Manuel und ich haben es geschafft. Ich bin sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, weil das zeigt mir, auch wenn wir ein bisschen länger als 20 Stunden gebraucht haben, dass wir es auf jeden Fall schaffen können, die 100 Kilometer in 24 Stunden zu laufen. Nämlich für die 100 Kilometer habe ich schon mir ein paar Sachen rausgepickt, wo ich weiß, das muss ich nächstes Mal besser machen, das müssen wir besser planen. Und das zeigt mir einfach, dass ich sehr gut in diesem Business jetzt bin, was das Laufen angeht und das Marschieren angeht. Ne? Also das klappt wirklich super. Danke auch nochmal an Paul, dass er, nachdem er abgebrochen hat, meinen Rucksack mitgeholt hat, weil ich muss sagen, das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, noch die letzten 30 Kilometer durchzuziehen. Insgesamt hatte ich beim Marschieren keine Probleme, also wirklich gar keine. Ich hatte schon Schmerzen, deswegen habe ich auch 2 Ibus genommen, weil ich wusste, wenn ich jetzt so weiterlaufe, würde es noch schlimmer sein. Das muss ich einfach auch sagen. Aber ansonsten war alles wirklich recht clean und entspannt. Ich habe keine Blase nach über 100.000 Schritten, nach 80 Kilometern gehabt. Und das fand ich schon bemerkenswert. Deshalb, von meiner Seite gibt es einen Daumen hoch. Ich möchte sowas aber auch nicht mehr so oft machen. Wie gesagt, vielleicht noch eine kleine Vorbereitung mit ein paar Jungs und eine Pause, 50 Kilometer. Aber auch einfach nur mit unseren Freunden, weil wir das auch mal testen wollten. Und dann irgendwann im Sommer die 100 Kilometer und danach sage ich, wie es ist, möchte ich nie wieder so lange Märsche machen. Höchstens dann mal so 40 Kilometer, wo man einfach auch eine gute Landschaft hat, wo man viel sehen kann. Dann würde ich sowas machen, aber weiter dann auch nicht mehr. Deshalb, ich bin überrascht, dass es also gut geklappt hat. Das war mein Fazit und ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zuschauen. Und der Paul hat, denke ich, noch ein paar Sachen zu sagen, wie es ihm so gefallen hat. Jo, wie hat mir das Ganze dann gefallen? Ich muss sagen, mir hat es relativ gut gefallen. Also die Tour war gut geplant, also von der Strecke, die hat richtig Spaß gemacht. Besser geplant als die letzte Tour, muss ich schon sagen. Nur, ich habe es ja extra gemacht, das mit den Schienen am Anfang, dass wir da drüber laufen. Sonst, da würde uns keine Navigations-App rüberführen. Aber ich habe halt gesagt, ja komm, ich möchte da lang gehen.
war immer so ein relativ cooles Abenteuer dann mal da lang. Wir sind ja auch weitergelaufen, als wir sonst waren. Aber für den 100-Kilometer-Marsch oder generell noch für andere Märsche wäre das nicht so schlau, sowas zu machen, weil das schon sehr Zeit zieht und du kannst da halt einfach nicht normal gehen. Also du läufst halt mit entweder zu langen oder zu kurzen Schritten. So viele Videos hatten wir gar nicht. Also ich muss auch nochmal dazu sagen, ich war diese Tour relativ demotiviert. Also die Psyche war nicht so krass am Start. Hat man vielleicht schon daran gesehen, dass das Video jetzt viel kürzer ist als der 65-Kilometer-Marsch. Ich hätte mir auf jeden Fall gewünscht, dass ich da mehr aufgenommen hätte, weil das ist halt immer noch so eine kleine Zeitkapsel und vielleicht in 2 Jahren reagieren wir mal nochmal da drauf und dann haben wir mal schon, keine Ahnung, eine Alpenüberquerung gemacht oder keine Ahnung was. Eine Alpenüberquerung ist zum Beispiel bei mir noch geplant und dann muss man mal gucken, wann man das in Angriff nimmt. Sonst haben wir auf jeden Fall gesagt, von den Höhenmetern her nicht mehr so viel. Lieber Straße gehen, weil hat man jetzt leider nicht gesehen, weil wir das nicht aufgenommen hatten, aber wir sind dann am Ende nochmal Straße gelaufen und das war befreiend des Todes. Also da machst du Strecke, Strecke, Strecke. Es tut dann zwar irgendwann mal nach einer Zeit weh, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Also wenn man dann mal so gut guckt, so Hälfte Straße, Hälfte Wald, dann ist das schon gut. Und im Sommer nur Straße wäre halt, haben wir schon die Erfahrung gemacht, das war nicht so toll, weil da ballert die Sonne auf jeden Fall richtig böse drauf. Naja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt bitte noch einen Kommentar für Verbesserungen oder was auch immer ihr noch sehen wollt hier an Touren auf diesem Kanal. Und dann würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.